Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will jetzt nicht über die gesamte energiepolitische Palette diskutieren. Ich will nicht über das Stadtwerk diskutieren. Ich will nicht über das Gasnetz diskutieren. Ich will darüber diskutieren, wie die Gemeinsamkeit, die zumindest proklamiert wird, dass die SPD eine vollständige Rekommunalisierung des Stromnetzes will, dass die Grünen das wollen, wie Sie heute noch mal erklärt haben, und dass wir das wollen, wie die besten Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Diese Diskussion will ich heute führen. Und der Senat wird sich ja Anfang Mai mit dieser Fragestellung beschäftigen. Und wir haben das Urteil zum Gasnetz, wo man viele Anmerkungen dazu machen kann, wie zu jedem Gerichtsurteil man Anmerkungen dazu machen kann und gute Gründe haben kann, in Berufung zu gehen. Aber es bleibt die Rechtsunsicherheit, die man immer hat vor Gericht. Und ich kann mich gut erinnern an die Diskussion, die wir in den letzten 3 Jahren geführt haben zu dem Thema. Da wurde von der Finanzverwaltung, vom ehemaligen Kollegen Nussbaum und von seiner Staatssekretärin immer proklamiert und erklärt, wir wollen ein absolut sauberes und rechtssicheres Verfahren. Offensichtlich wurde da nicht penibel und genau genug gearbeitet. Vor allen Dingen kann ich mich gut daran erinnern, wie oft ich die Frage gestellt habe, sowohl hier im Plenum, im Hauptausschuss und bei anderen Gelegenheiten. Wollt ihr euch ernsthaft mit einem LHO-Betrieb, mit dem erfahrenen Betreiber BEWAG bzw. Vattenfall, ernsthaft in den Wettbewerb begeben, ohne vernünftige Personalausstattung, ohne eigene Rechtsform, ohne Kapitalausstattung? Wurde immer gesagt, kein Problem, wir machen ein rechtssicheres Verfahren. Das Gerichtsurteil greift genau diese Punkte an und sagt, Berlin Energie war nicht bieterfähig. Darüber kann man sich streiten. Ich finde es auch richtig, dass Berufung eingelegt worden ist im Gasverfahren. Allein schon deshalb, um die Position in möglichen Verhandlungen zu stärken. Finde ich richtig. Aber wir reden jetzt über das Stromnetzverfahren, nämlich darüber, ob wir im Stromnetzverfahren wieder in das gleiche Debakel laufen, nämlich das Risiko einzugehen, das man immer hat vor Gericht, dass genau diese Punkte, nämlich die Frage der Bieterfähigkeit von Berlin Energie, angegriffen wird. Wenn die Bieterfähigkeit von Berlin Energie angegriffen wird und bezweifelt wird, und nicht nur in der ersten Instanz, sondern möglicherweise auch in der zweiten Instanz, und das kann weder die SPD-Fraktion garantieren, noch der Finanzsenator kann das garantieren, weil bekanntlich vor Gericht ist man wie auf hoher See in Gottes Hand, wo ich normalerweise nicht viel von halte, aber das ist die Lebenserfahrung. Es ist so, ja. Da bekomme ich die Bestätigung von der CDU, die sich da besser auskennt als ich. So, Sie haben diese Unsicherheit. Und wir gehen bei diesem Antrag davon aus, dass wir sagen, wir wollen diese Unsicherheit beseitigen, um die Chance auf eine 100% Rekommunalisierung zu behalten. Weil wenn das passiert, dass die Bieterfähigkeit von Berlin Energie bestritten wird, dann ist man in einer Situation, wo Vattenfall letztendlich der einzige Bieter für die 100% ist und für den Kooperationslos bietet nur noch die Bürgergenossenschaft. Das ist eine völlig fatale Situation. Das kann am Ende bedeuten, dass Vattenfall 100% bekommt in diesem Verfahren. Und genau das wollen wir nicht. Und ich hoffe, die Sozialdemokraten wollen das auch nicht und wollen die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Karsten. Wer möchte fragen? Der Abgeordnete Karsten. Ja, wenn es kurz geht. Ja, vielen Dank, Herr Wolf. Teilen Sie nicht die Einschätzung, dass es nur ein Bieter gewinnen kann, der den kombinierten Netzbetrieb angeboten hat in diesem gesamten Verfahren und dass es eben auch nur einen Bieter gibt, der den kombinierten Netzbetrieb angeboten hat und dass eine Rücksetzung des Verfahrens demzufolge dann erstmal eröffnet, dass alle diese gute Idee, die nur einer gehabt hat, kopiert. Das ist also nicht unbedingt wettbewerbsfreundlich. Das ermöglicht das nämlich und dass zum Beispiel andere, die jetzt irgendwann mal nach 2010, als die SPD schon darauf gekommen sind, dass Netze interessant sind, sich dann auch bewerben. Also Herr Karsten, das Problem ist, dass Sie immer Ihre Wünsche für die Wirklichkeit nehmen. Und die Tatsache, Ihre Behauptung, dass nur einer, der den kombinierten Netzbetrieb anbieten kann, das kann ja die SPD sich wünschen. Ich finde das auch vernünftig.
Ich finde das auch vernünftig. Das heißt aber nicht, dass die Frage der Bieterfähigkeit von Berlin Energie vor Gericht Bestand hat, wenn Sie nicht das Verfahren zurücksetzen und damit auch die Möglichkeit haben, Berlin Energie so aufzustellen, dass die Einwände des Landgerichts fehlgehen. Das ist mit der Eigenkapitalausstattung was gemacht worden. Ich finde auch mit der Rechtsform muss dringend was gemacht werden, wenn man da erfolgreich sein will. Und jetzt will ich nicht bestreiten, Kollege Ströter, dass natürlich auch bei einer Aufhebung des Verfahrens und bei der Neuausschreibung ein Klagerisiko besteht. Natürlich wird Vattenfall versuchen, dagegen zu klagen. Aber was kann denn am Ende dabei rauskommen? Eine mögliche Schadensersatzforderung. Da sage ich, angesichts der Tatsache, dass wir darüber entscheiden, ob wir eine kommunale Verfügung über eine zentrale Infrastruktur für die Energiewende für die nächsten 15 Jahre entscheiden, und das eine Entscheidung ist, die in den nächsten 15 Jahren nicht mehr reversibel ist, sei denn, Vattenfall gibt das freiwillig ab, was ich nicht glaube, dann sage ich, bin ich bereit, in dieses Klagerisiko zu gehen, als in das Risiko zu gehen, dass ich vollständig verliere, dass Vattenfall 100% bekommt und die Rekommunalisierungspläne, die wir hier gemeinsam haben, alle Makulatur sind. Und das bitte ich zu bedenken, auch bei der Entscheidung, die in der Senatsklausur zu fällen ist.